Sicherheit, das haben wir gerade gehört, ist den Deutschen wichtig. Und für Bundesinnenminister de Maizière gibt es Sicherheit auch durch mehr Überwachung, genauer gesagt durch Videoüberwachung. Die Möglichkeiten hierzu will der CDU-Politiker jetzt per Gesetz ausweiten. Die Begründung: eine erhöhte Terrorgefahr. Künftig soll es leichter werden, Kameras auch auf privaten Plätzen zu installieren, die von vielen Menschen genutzt werden, zum Beispiel Einkaufszentren oder Fußballstadien. Mehr Videoüberwachung für mehr Sicherheit. Das Bundesinnenministerium will öffentliche Überwachung gesetzlich erleichtern und ausweiten. Ein schon länger angekündigtes Gesetz befindet sich nun in der Ressortabstimmung und wird von Sicherheitspolitikern aus Union und SPD unterstützt. Es soll klargestellt werden, dass gerade an Orten, wo sich viele Menschen versammeln, beispielsweise in Einkaufszentren oder aber auch bei großen Sport- oder Musikereignissen, dass dort Videotechnik generell zum Einsatz kommen kann, wenn es um die Verhinderung gerade von terroristischen Anschlägen geht. Betreiber von Einkaufszentren, Großparkplätzen oder Veranstaltungssälen müssen Videoüberwachung beim jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten genehmigen lassen. Diese sollen bei der Prüfung künftig die öffentliche Sicherheit stärker gewichten als den Datenschutz und damit kaum noch Anträge ablehnen können. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte warnt: Es würde natürlich auch zu erheblichen Eingriffen führen in das Recht der Bürgerinnen und Bürger auf informationelle Selbstbestimmung, wenn künftig eben die Gesichter durch Datenbanken laufen würden und dann im Einzelfall, im Trefferfall, dann einzelne Personen erkannt werden würden. Elektronische Gesichtserkennungssysteme sind bereits in der Erprobungsphase. Auch ihren Einsatz fürchten Datenschützer würde das neue Gesetz erleichtern.